Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty World War 2. Ja, wir werden heute ein bisschen die MP40 spielen, und zwar in der Doremi-Version. Wir werden das Ganze in Hardcore spielen. Und ich habe die Klasse folgendermaßen zusammengestellt. Und zwar haben wir die Gebirgsdivision mit der Ausbildung Geheim. Dann haben wir Schnellfeuer, verbesserter Drall und Griff drauf. Und die 9 mm SAP mit Schnellziehen, dazu die S-Mine und die Rauchgranate. Und ja, ich will mal gucken, wie sich das Ganze so im Hardcore-Modus verhält. Dürft ihr auch gerne nachbauen. Und ich habe gestern in der Folge noch eine Kiste gezogen. Die werden wir jetzt auch nochmal aufmachen. Vielleicht ist ja was Gutes drin. Wer weiß, wer weiß. Na. Zwei Sachen davon habe ich schon. Naja, was soll's. Und Türkis fürs Gewehr. Alles klar. Werden wir uns dann auch mal die nächsten Tage mal angucken, die Tarnung. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal ein Ründchen suchen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, da werden wir auch wieder zurück. Die Lobby hat gerade erst angefangen. Also steht 9 zu 12, so ungefähr. Und ja, schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen was gerissen kriegen. Dülülülüt, was haben wir hier? Ah, ich will jetzt nicht durch die Mitte gehen. Nein! Oh, schade. Da hätte ich nicht so vorstimmen sollen. So, Junge, lass mich durch. Ach so. Haha, Mine, lol. Stimmt ja. Ja, das ist so ein bisschen so. Ja, ein bisschen mit Absicht, dass ich die Mine dabei habe. Na, mit der Schotti wollte er mich holen. Der kleine Bengel. Nein! Zu spät gesehene Typen. Alles klar. Okay, pass auf, machen wir Folgendes. Zack. Aufklärungsmaschine sucht nach Zielen. Kann ja sein, dass sie bald hier spawnen, weil die Leute kommen von drüben. Ey, von hinten, die dumme Sau. Och nö. Es kommt von hinten und macht mich weg, weißt du. Das ist aber nicht nett. Absolut nicht. So, das Ding einmal hin. Und dann einmal rüber, ne? Jagdflieger nähert sich dem Boah, Ziel. ich wollte gerade schießen. Hui. Okay, Jagdfliege gehört zum Gegner. Zu uns. Spionageabwehr in der Luft. Angriff auf Aufklärung in der Luft. Ich treffe ihn nicht. Scheiße. Den habe ich aber. Ah, ich bin eigentlich schon komplett One-Shot von alles. Junge, schieb mich doch nicht auf die Seite, Mann. Boah. Wie kann er es wagen? Du Bengel, hier. Machen wir das Ganze einfach mal so. Nein, nicht komplett hinlegen, bitte. Alles klar, erstmal nachladen. Ja, hehehe, ist einer reingelaufen, ja? Das macht gar nichts. Da, sowas kommt von sowas. Okay, weiter geht's. Yay. Boah, der gehört zu mir. Okay, da oben. Ich habe doch hier einen gesehen. Feindliche Wo ist er Aufklärungsmaschine in der denn Luft. Hin? Nur. Lülülülü. Die machen sich jetzt alle gegenseitig tot. Die Gegner. Warum? Warum tun die das? Entdeckt, unterbindet den Nachschub. Ich habe auf jeden Fall keine hier Gasgranate oder so mehr. Jagdmaschine im Anflug.
Nein, das ist nicht gut. Ah! Ey, krieg ich auch noch. Junge, lass mich mal durch. Lass mich doch einfach mal durch, Junge. Fliegerschütze kommen. In Deckung. Fliegerschütze, ernsthaft? Ey, ich will mich nicht in dem Haus verkriechen. Ich muss hier aber trotzdem rein. Geht nicht anders. Solange das Ding oben am Himmel ist, kann ich nicht wirklich draußen rumlaufen. Das ist nicht normal, ne? Aber fast gewonnen. Wir haben sogar fast gewonnen. Komm, wir suchen jetzt die Gegner. Scheißegal, ob das Ding da oben. Ja, haben wir den letzten sogar noch geholt? Kann sein. Kann sein, dass wir den letzten geholt haben, sogar noch aus der Hüfte. Weg damit. Tja, und seine eine Schotti hat ihn hier in diesem im Hardcore überhaupt nichts gebracht, ne? Naja. Was soll's? Aber hier in Hardcore habe ich das Gefühl, wir spielen sowieso generell weniger Shotgun. 9 zu 4, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Bin ich zufrieden mit. Und gewonnen die Runde haben wir auch noch. Wunderbar. Okay, gab diesmal keine Kisten. Ist auch okay. Okay, ja, ein, zwei Ründchen müsste ich noch machen bis zum nächsten Level hoch, aber da schaltet man eh nichts Besonderes bei. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann am Montag zu einer neuen Folge wieder. Und wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Ciao, mit V.